Was geht ab, Leute? Herzlich willkommen zu diesem Video hier auf meinem Kanal. Ich hoffe, euch geht's gut. In diesem Video geht es nämlich darum, wie ihr momentan ziemlich viel Geld in GTA 5 Online verdienen könnt. Und zwar habe ich in diesem Video die besten Geldmethoden der aktuellen Woche für euch. Und in diesem Sinne würde ich sagen, falls du wissen möchtest, wie du momentan viel Geld in GTA 5 Online machen kannst, dann bleib unbedingt dran. Und falls dir das Ganze gefällt, dann zeige es mir mit deinem Daumen nach oben. Würde mich auf jeden Fall supporten und natürlich auch den Algorithmus. Aber Freunde, jetzt würde ich sagen, wir labern nicht länger rum und kommen direkt zum Video. Also lehnt euch zurück und let's go! Somit komme ich jetzt zu der ersten Geldmethode von dem aktuellen Video. Dafür geht ihr einfach in GTA 5 Online, klickt auf Start, Online Jobs von Rockstar erstellt. Dann geht ihr auf Gegnermodus und hier gibt es jetzt auf den Gegnermodus Overtime Rumble, doppeltes Geld und doppelte RP. Dieser Gegnermodus macht auf jeden Fall richtig Bock und dazu bekommt ihr momentan hier einen guten Payout und das Ganze will ich euch auf jeden Fall gleich zeigen. Jedenfalls komme ich jetzt zu den Job-Einstellungen, die ihr vornehmen solltet, damit ihr das meiste Geld bekommt. Und zwar setzt ihr zuallererst die Teamausgewogenheit auf 1, danach setzt ihr Gewinne mit 7 Runden am besten. Wie ihr in meinem Fall seht, kann ich das Ganze nur auf 4 Runden stellen. Und wieso? Das zeige ich euch jetzt. Und zwar könnt ihr dafür einmal diesen Job verlassen. Dann geht ihr ganz einfach über das Options-Menü auf den Punkt Editor. Und sobald ihr dort drinnen seid, so öffnet ihr wieder das Options-Menü, dann geht ihr auf Online und sucht eine Sitzung nur für Spieler mit Einladung. Denn ihr könnt wirklich nur aus dieser Einladungssitzung 7 Runden in irgendwelchen Jobs einstellen. Anders geht das Ganze leider nicht, aber somit macht ihr auf jeden Fall das meiste Geld. Und deswegen ist es auf jeden Fall eine gute Sache, wenn ihr das Ganze auch so wie ich jetzt hier im Hintergrund macht. So, ich bin jetzt hier wieder im Jobmenü. Wie gesagt, das Ganze setze ich jetzt auf 7 Runden und dann könnt ihr die Versuche auf 7 stellen. Ich habe es einfach auf das Maximale gesetzt. Ich würde euch aber mindestens empfehlen, dass ihr hier 4 bis 5 Versuche Minimum einstellt, damit ihr später mehr Geld verdienen könnt. So, und jetzt ist es so, ihr könnt das Ganze mit 10 Spielern insgesamt machen. Also ich würde euch empfehlen, dass ihr wirklich so viele Spieler in diesem Job reinbekommt, wie es nur geht, damit ihr das meiste Geld verdient. Falls ihr gerade nicht so viele Leute habt, die online sind, dann könnt ihr auf jeden Fall euren Gamertag in die Kommentare schreiben und dann könnt ihr euch eben gegenseitig helfen und diesen Job spielen, denn dann bekommt ihr eben mehr Geld. Also auf jeden Fall eine gute Sache, wenn ihr euren Gamertag in die Kommentare schreibt. Ja, von aber jetzt komme ich dazu, wie dieser Job denn eigentlich funktioniert. Overtime Rumble funktioniert nämlich in etwa so wie Darts, nur mit Fahrzeugen in GTA 5 Online. Also falls ihr das Ganze noch nie gespielt habt, dann macht das Ganze auf jeden Fall jetzt, denn dieser Gegnermodus ist ganz anders als die anderen und ich finde, es macht auf jeden Fall ziemlich viel Spaß und dazu könnt ihr viel Geld verdienen. So, und wie gesagt, das Ganze funktioniert so wie Darts. Ihr fahrt nämlich die Rampe runter, danach müsst ihr den Fallschirm ziehen und auf den Maze Bank Tower landen. Hier gibt es jetzt Punkte und zwar auf die Position, wo ihr landet. In der Mitte sind 5 Punkte, danach 4, 3, 2 und 1 Punkt. Natürlich ist es am schwersten, die 5 Punkte zu erreichen. Wie ihr in meinem Fall jetzt im Hintergrund seht, ich bin jetzt hier auf der Position und zwar habe ich hier 4 Punkte gesammelt und mein Teamkollege hatte 1 Punkt. Das heißt, zusammen addiert haben wir 5 Punkte. Und ihr müsst eben versuchen, dass euer Team mehr Punkte als das andere Team hat. Jetzt geht direkt die nächste Runde los, das heißt wieder die Rampe runterfahren, Fallschirm ziehen und versuchen die höchstmögliche Punktzahl auf dem Maze Bank Tower zu erreichen. Und ich würde euch empfehlen, möglichst spät den Fallschirm zu ziehen, denn dann seid ihr so wie in meinem Fall sehr hoch. Und jetzt könnt ihr besser abschätzen, wo ihr landet, denn ihr müsst am Ende auch auf dieser Position stehen bleiben und dürft nicht runterfliegen. Und wichtig ist, wie gesagt, dass ihr von der Plattform nicht runterfliegt und deswegen solltet ihr von einer guten Höhe ganz einfach den Fallschirm dann am Ende lösen, denn somit werdet ihr nicht weiterrollen und ihr werdet auf der Position stehen bleiben. Wenn ihr nämlich tief auf dem Maze Bank Tower zufliegt und dann den Fallschirm löst, dann habt ihr das Problem, dass ihr immer noch die Geschwindigkeit habt. Von oben ist das Ganze nicht so. Das Ganze müsst ihr eben die 7 Runden komplett machen und dann gibt es eben viel Geld. So, und ich zeige euch mal ganz kurz, wie viel ihr für eine Runde bekommt. Und zwar gibt es hier für das Gewinnerteam 10.000 Dollar und 1.800 RP.
Wenn ihr das Ganze aber wirklich für 7 Runden durchzieht, dann gibt es noch viel mehr Geld. Und zwar bekommt ihr dann dafür $121.600 und es gibt wirklich viele RP, und zwar knapp 14.000 RP. Also diese Methode eignet sich nicht nur dafür, um wirklich viel Geld zu verdienen, sondern um auch schnell zu leveln, und dafür ist das Ganze auf jeden Fall eine Top-Sache, Freunde. Aber in diesem Sinne komme ich jetzt direkt zu der zweiten Geldmethode, die ihr momentan nutzen könnt. Es geht weiter, und zwar klickt ihr auf Option, dann geht ihr auf Jobs von Rockstar erstellt, und jetzt gibt es bei Deathmatch einen guten Geldbonus, und zwar auf den Deathmatch Card Crash. Das sind nämlich die Deathmatches mit den Go-Cards. Hier könnt ihr auch zum Beispiel euren eigenen Go-Card benutzen, und wie gesagt, in der aktuellen Eventwoche gibt es doppeltes Geld und doppelte RP auf diese Jobs. Wir kommen jetzt dazu, wie ihr momentan wirklich viel Geld damit machen könnt und wie ihr das Ganze jetzt einstellen solltet. Und zwar solltet ihr das Ganze zunächst auf den Punkt Last Team Standing einstellen. Danach könnt ihr zum Beispiel die Teamanzahl auf 2 setzen oder noch mehr Teams, ist im Prinzip egal. Zeitlimit setzt ihr auf das Maximale, ich glaube das sind eigentlich 15 Minuten. Und das war's eigentlich, Freunde. Ich bin hier von einer öffentlichen Lobby irgendwo reingejoint, ist aber im Prinzip egal. Nutzt einfach die Einstellungen, die ich euch gerade genannt habe, und dann könnt ihr das meiste Geld verdienen. So, aber wie funktioniert dieser Modus? Falls ihr das Ganze noch nicht wisst, dann erkläre ich euch das Ganze mal ganz kurz. Und zwar fahrt ihr hier ja mit eurem Go-Kart und ihr habt auf dieser Map verschiedene Items, wie zum Beispiel einen Boost, ihr habt Raketen, ihr habt aber auch komplett andere Items, wie zum Beispiel ein kleiner ferngesteuerter Panzer, den es in GTA 5 Online gibt. Dazu kann man sich auch zu einem großen Truck verwandeln, und das Ding ist eben so, wir haben das Ganze hier auf Last Team Standing gestellt. Und ihr müsst versuchen, die anderen Gegner zu killen, damit sie eben 0 Leben haben. Sobald ihr alle gekillt habt, so seid ihr der letzte Überlebende, und so funktioniert eben Last Team Standing. Ihr könntet das Ganze auch auf Team Deathmatch stellen, dann wäre es einfach ein Team gegen ein anderes Team, wie normal, wie man es halt kennt. Im Hintergrund seht ihr aber den Modus Last Team Standing, und so funktioniert das Ganze, Freunde. Das Ding ist eben, ihr müsst versuchen, beim Last Team Standing einer der besten Spieler zu sein, denn ihr bekommt nur viel Geld auf den höheren Plätzen. Also falls ihr hier gut seid, dann ist das Ganze auf jeden Fall perfekt für euch. Falls ihr aber hier eher schwach seid und das Ganze nicht so checkt oder so, dann spielt das Ganze lieber nicht und nutzt eine andere Geldmethode. Aber wie viel Geld kann man hier eigentlich verdienen? So, Freunde, als zweiter Platz bekommt ihr hier knapp $30.000 und 10.000 RP. Wenn ihr aber den ersten Platz schafft, dann bekommt ihr knapp $40.000 und 18.000 RP. Und das ist wirklich ein großer Unterschied. Ihr könnt in diesem Job wirklich ziemlich gut leveln, und das Ganze solltet ihr auf jeden Fall nutzen, falls ihr momentan noch nicht so ein krasses Level habt. Aber das war im Prinzip schon die zweite Geldmethode. Wir kommen jetzt zu der dritten, wo ihr wirklich sehr, sehr schnell Geld verdienen könnt. Und zwar gibt es wie in jeder Eventwoche die Möglichkeit, in ein paar Minuten $100.000 zu verdienen. In der aktuellen Eventwoche gibt es das Zeitrennen Vinewood Hills, und hier haben wir eine Zeitvorgabe von 2 Minuten und 35 Sekunden. Das Ganze befindet sich genau hier auf der Map und ist im Prinzip wirklich ziemlich einfach. Meiner Meinung nach einfacher als die anderen, die wir sonst so in GTA 5 Online haben. Ihr könnt das Zeitrennen zum Beispiel mit der Barty spielen oder mit der Shotaro oder der Hakucho Drag. Die Barty ist mit Abstand die günstigste Variante, wie ihr das Ganze schaffen könnt. Und zwar kostet die Barty nur $15.000 und ihr könnt das Ganze ohne Probleme abschließen. Ich zeige euch aber kurz einen Tipp, den ihr nutzen könnt. Und zwar startet einfach mal das Zeitrennen. Dann öffnet ihr die Karte, markiert das Ziel, sobald ihr das Ganze gemacht habt, öffnet ihr das Handy und schließt dieses Zeitrennen. Wenn ihr das Ganze beendet habt, dann könnt ihr das Ganze jetzt von vorne starten, und jetzt habt ihr einen exakten Wegpunkt zum Ziel, und dieser stimmt mal zur Abwechslung. Es gibt ein, zwei kleine Tricks, die ihr nutzen könnt, diese werde ich euch auf jeden Fall zeigen, und dann können wir direkt starten. Freunde, bei diesem Zeitrennen müsst ihr im Prinzip nur diese Strecke hier gerade ausfahren. Bei der Barty solltet ihr darauf achten, dass ihr die ganze Zeit einen Wheelie zieht, denn somit seid ihr einfach viel schneller. Natürlich könnt ihr nicht überall einen Wheelie ziehen, aber da, wo ihr gerade Strecken habt, da solltet ihr auf jeden Fall einen Wheelie ziehen. Und dazu solltet ihr auf der PlayStation die R1-Taste nutzen. Ich weiß nicht, wie das Ganze auf der Xbox heißt oder auf dem PC.
Jedenfalls ist es die Taste, wo ihr driften könnt. Bei einem Motorrad ist es nämlich so, wenn ihr diese Taste betätigt, dann kommt ihr wirklich viel besser durch die Kurven, ohne Geschwindigkeit zu verlieren. Und somit könnt ihr die Kurven nehmen und habt trotzdem euer Speed und somit schafft ihr das Ganze auf jeden Fall viel einfacher. Wenn ihr aber jetzt hier fast am Ende von diesem Zeitrun seid, dann ist wenig Zeit übrig. Jetzt gibt es einen kleinen Trick und zwar könnt ihr hier einfach diesen Berg runterfahren. Hier irgendwann hört das Geländer auf, dann fahrt ihr einfach den Berg runter. Sobald ihr hier auf der Strecke seid, so fahrt ihr jetzt den normalen Weg ins Ziel und ich habe das Ganze jetzt bestanden und zwar in 2 Minuten und 29 Sekunden. Somit hatte ich sogar 6 Sekunden übrig, denn eigentlich hat man 2 Minuten und 35 Sekunden Zeit. Ja Freunde, ich habe dafür jetzt 102.000 GTA-Dollar bekommen und das in einer kurzen Zeit. Also falls ihr Geld haben möchtet, dann macht das auf jeden Fall. Aber somit komme ich jetzt zu der vierten und letzten Geldmethode, Freunde. Und zwar gibt es jetzt auch eine Methode, wie ihr ganz schnell 100.000 Dollar machen könnt. Und zwar mit dem aktuellen SC Bandito Zeitrennen. Dieses nennt sich nämlich Cypress Flats und befindet sich genau hier auf der Map. Hier gibt es eine Zeitvorgabe von 1 Minute 30 und somit könnt ihr in unter 2 Minuten 100.000 Dollar machen. Ihr braucht natürlich für das RC Bandito Zeitrennen einen RC Bandito, den gibt es auf der South San Andreas Superspot Seite zu kaufen, aber wenn ihr das Ganze habt, dann könnt ihr direkt starten. Wenn ihr hier mit dem Rennen gestartet habt, dann solltet ihr euch jetzt genau den Weg anschauen, den ich jetzt hier in diesem Video fahre, denn die Route ist das Wichtigste, ihr müsst diese einfach verinnerlichen, denn dann wisst ihr, wo ihr Gas geben könnt und wo ihr abbremsen müsst, damit ihr die Kurven schafft. Und im Prinzip ist das Ganze nicht mal so schwer, Freunde. Es wäre natürlich besser, wenn ihr zum Beispiel einen aufgetunten RC Bandito habt, denn dann funktioniert das Ganze einfacher. Aber schaut euch einfach das Gameplay an, fahrt das RC Bandito Zeitrennen 2-3 Mal selber. Wenn ihr diese Route komplett einmal abgefahren habt, dann wisst ihr Bescheid, wie das funktioniert. Und dann solltet ihr einfach darauf achten, dass ihr keine Unfälle baut. Ich würde sogar sagen, bremst lieber 5-mal zu viel ab. Dafür baut ihr keinen Unfall und dann werdet ihr das Ganze sogar schaffen. Wenn ihr nämlich einmal einen Unfall baut, dann werdet ihr das Ganze nicht schaffen. Ihr müsst das Ganze komplett von vorne machen und deswegen rate ich euch immer, bremst lieber 2-3 Mal mehr. Dafür macht ihr keinen Unfall und ihr habt das Ganze viel schneller hinbekommen. Und wie ihr im Hintergrund seht, ich habe das Ganze geschafft und zwar in 1 Minute und 29 Sekunden. Also ziemlich knapp. Ich habe hier halt paar Mal zu viel gebremst, aber am Ende habe ich es halt trotzdem geschafft. Dafür habe ich 102.000 Dollar bekommen, ziemlich easy Freunde und falls ihr dieses Geld auch haben möchtet, dann nutzt diese Geldmethode. Das alles funktioniert nämlich nur noch bis Mittwoch, bis dahin gibt es diese Geldbonis und danach werden diese verschwinden. So Freunde, aber in diesem Sinne war es das hier mit diesem Video, ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Falls ja, dann zeige es mir unbedingt mit einem Daumen nach oben, aber in diesem Sinne war es das von mir. Bleibt aktiv, schaut unbedingt beim nächsten Video vorbei und übrigens heute habe ich einen Solo Money Glitch rausgehauen, mit dem ihr pro Minute 2 Millionen Dollar machen könnt. Also falls ihr einen Money Glitch haben möchtet, der solo funktioniert, dann klick jetzt auf das Video. Aber in diesem Sinne, danke fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal und tschüss.